Hallo meine lieben Freunde meines Kanals. Heute habe ich euch einen Abzocker mitgebracht, der, tja, wie immer unseriöse Musik im Hintergrund laufen hat. Und ihr habt es euch ja mehrfach gewünscht, dass wir den Abzocker dann auch mal ein bisschen mit Musik auf den Sack gehen. Das tun wir jetzt hier auch. Ich wünsche euch viel Spaß mit diesem Betrügeranruf. Grüße herzlich. Rede ich mit der Wardi, ja? Mit wem möchten Sie reden? Ich möchte mit dem Angelo reden. Ja, Angelo Merte. Ja, natürlich. Ja, und mit wem spreche ich? Buhland Heisenberg ist am Apparat. Hier, Angelo. Hm? Ich melde mich von Finanzmarkt bezüglich Ihrer Interesse. Mhm. Bitte? Ja. Und nun? Also, ihr Merte, haben Sie schon mal Erfahrung Merte mit diesem Richtung? Oder, ja, Merte. Ja. Sie haben schon mal Erfahrung mit diesem Richtung oder sind Sie Empfänger? Was bin ich, Empfänger? Ja, Empfänger. Es geht um Onlinehandel. Mhm. Okay. Verstehen Sie mich? Ja, bisschen. Also, ich benötige Finanzabteilung von Europas Haupthandlungszentrum. Mhm. Soll ich Sie verbinden? Soll ich Sie direkt verbinden? Ja, also, Herr Angelo, Sie haben einen Account, haben Sie ein Handelskonto auf dem Finanzmarkt. Mhm. Und sollen Sie auf jeden Fall dieses Handelskonto erstmal aktivieren lassen, danach natürlich Geld investieren, dann Handelskurs und so weiter. Mhm. Ja. Und machen wir sowas. Ich bin jetzt mit dabei und helfe ich Ihnen, Ihre Handelskonto bis Ende richtig zu aktivieren, okay? Aha. Okay. Was war Ihre Interesse, Herr Angelo? Was haben Sie auf den Finanzmarkt geschaut? Keine Ahnung, ist ja nur schon 1000 Jahre her, wo ich mich angemeldet habe. Okay. Machen wir sowas, Herr Angelo. Für Auszahlungs- und Einzahlungstätigen nutzen wir die gleiche Karte, ja? Mit welcher Karte möchten Sie Ihr Geld investieren? Wer nimmt denn heute noch Karten? Wenn... Das ist doch total also unmodern, mit einer Karte Geld zu bezahlen. Das macht man doch schon lange nicht mehr. Dann nimmt man doch das Handy. Haben Sie keine Karte? Haben Sie keine Online-Karte? Dann dafür nehme ich mein Telekom... Nee. Dafür nehme ich mein Telekommunikationsendgerät. Bitte? Dafür nehme ich mein Telekommunikationsendgerät. Warum? Ja, weil mit einer Karte bezahlt man doch heute nicht mehr. Wir leben im 21. Jahrhundert. Ja, und natürlich können Sie mit Ihrer Karte automatisch so einzahlen, ja? Und dieses Geld, was Sie investieren möchten, automatisch mit Ihrer Karte auf den Finanzmarkt investieren lassen. Nee. Okay, machen wir sowas. Sind Sie die Möglichkeit, am Computer zu sitzen? Ja, haben jetzt sitze ich aber momentan gerade erst woanders. Dauert noch 5 Minuten. Dauert noch 5 Minuten. Okay, wissen Sie etwas über Onlinehandel? Haben Sie schon mal Erfahrung oder gar nicht mehr? Weiß ich nicht, sowohl als auch. Also, wissen Sie eine ganz populärische Kryptowährung überhaupt? Bitcoin, Ethereum, Litecoin? Wissen Sie, ja, damit kann man gutes Geld von Finanzmarkt verdienen können. Kann man bei Ihnen noch einen goldenen Schnaps kaufen? Golden? Einen goldenen Schnaps? Ja, natürlich. Ja? Ja, aber es kostet zu viel. Mehr als 5000 Euro. Ja, das ist ja gar nichts. Da kann ich ja 3 von kaufen. Dann kaufen Sie einfach. Ja. Machen wir so. Möchten Sie goldenen Schnaps kaufen? Nein, ja? Nicht Schnaps. Den Schnaps. Den goldenen Schnaps. Ach, da dachte ich, dass die... Was? Ohne Schnaps möchten Sie. Nein, nicht ja, Schnaps, Schnatz. Ja, ich habe gedacht, dass das war ein gutes Humor. Ja, und nun? Okay, machen Sie sowas. Jetzt öffnen Sie bitte Google Chrome oder... Ja, dann muss ich erstmal einen Computer. Was für eine Browser-Boot... Ja, natürlich, starten Sie erstmal in Ihren Computer. So, fährt jetzt erstmal hoch.
Aber die Musik, da müssen Sie mal im Hintergrund ausmachen. Okay. Versuche ich das für Sie. Einen Augenblick. Geht es besser? Nee, gar nicht. Kein Stück. Jetzt? Jetzt ist aus, ja. Hm. Jetzt keine Mix im Hintergrund. Ja, super. Sind Sie gerade am Arbeit oder zu Hause? Nö, ich bin gerade aus dem Bett gefallen. Sie haben mir mitten in der Nacht angerufen. Okay. Jetzt ist die Musik wieder an. Sorry? Ich möchte, dass Sie die Musik ganz ausschalten. Schon weg? Nein, die ist nicht weg. Die sollen Sie bitte ganz ausschalten. Also die Musik ist schon aus. Nee, die Musik ist nicht aus. Ich kann es ja hören. Wo denn? Also? Ja, im Hintergrund. Ich bin doch nicht blöd. Verarschen Sie mich nicht. Ja, ich verarsche Sie nicht. Ich höre doch die Musik. Keine Musik mehr. Was für eine Musik hören? Ja, im Hintergrund. Die Techno-Musik höre ich. Jetzt? Ich sagte, Sie sollen aufstehen und die Musik ganz abschalten. Nicht an Ihrem Mikrofon rumfummeln. Nein. Gibt es noch? Gibt es noch? Ich höre Sie nicht mehr. Jetzt ist Ihr Mikrofon eigentlich quasi im Arsch gerade. Haben Sie schon mal Ihr PC auf, einfach eingeschalten? Haben Sie das nicht? Macht es Spaß? Hallo. Ja, und dadurch, dass der Betrüger mir die ganze Zeit im Hintergrund seine Musik vorgespielt hat, dachte ich mir, ich gehe mal auf eure Kommentare ein und spiele auch jede Menge Musik. Tja, ich habe hier mal einen kleinen Cut gemacht, denn, naja, man hat jetzt nichts mehr gehört und die Musik, die lief hier in der Tat auch noch ganze 9 Minuten, bis er sich denn dazu entschieden hat, ein paar Beleidigungen loszuwerden und dann wutentbrannt das Gespräch abzuwürgen. Ja, aber dann hat er natürlich gleich danach nochmal angerufen. Das heißt, jetzt hört ihr noch ganz kurz den Rest des ersten Telefonats mit diesem Typen, wie er dann noch ganz zum Schluss ins Telefon reinbrüllt und irgendwelche Beleidigungen loswerden möchte. Und direkt danach geht's dann gleich weiter mit seinem erneuten Anruf. Ja, und dann hat er sich dazu entschieden, das Gespräch abzuwürgen. Aber ihr könnt euch vorstellen, es hat nicht lange gedauert. Da hatten wir dann den Typen wieder am Telefon und den Teil hört ihr jetzt. Franz-Gelo, alles gut? Merte, Sie haben immer noch Ihre Musik an. Wenn Sie Ihre Musik nicht ausmachen, dann höre ich Ihnen nicht zu. Warum denn? Warum denn? Ja, weil es absolut unseriös ist. Musik ist nicht seriös. Wieso? Ja, wir können ja weitermachen. Ist es dir gut? Ja, wir können ja weitermachen. So, was wollen wir denn jetzt machen? Ja, was wollen wir denn machen? Was sollst du machen? Ja. Du weißt, was du machen kannst. Was denn? Du kannst meine Arsch lecken. Ja. Und dann natürlich kannst du mit deinem... Mensch, da zeigst du uns aber gerade, was du für ein seriöser Arsch bist. Du bist eine so unseriöse Arsch. Ja, sehr seriös. Du bist nicht Angelo. Ja. Du bist einfach Schwanz-Gelo. Jo.
Eine neue Name für dich. Okay. Magst du mit mir reden? Ja, wenn ihr die Musik da ausmacht, dann vielleicht. Nein, wieso soll ich die Musik aus? Ja, dann mache ich die Musik auch nicht aus. Okay, das sind ihre Probleme. Ja. Das ist ihre Schule. Mhm. Mach das. Okay. Ciao. Betrüger, Abzocker. Verpiss dich. Abzocker. Verpiss dich. Jo, bandenmäßiger Betrug. Ich wünsche dir ein großes Konto auf deinem... Ja, du bist doch eh nichts wert. Du bist doch eh so ein scheiß Betrüger. Also von daher... Fertig dich! Grüß deine Mutti! Tschüss! Schwanzkilo! Schwanzkilo! Jo! Ja, also ich meine, man konnte jetzt in diesem Gespräch nicht ganz so viel verstehen, aber naja, damit habe ich, glaube ich, mal euren Wunsch erfüllt, auch mal den Callcenter-Mitarbeiter mit Musik zu terrorisieren. Letztendlich, man hat zwar nicht viel verstanden, die Beleidigungen sind aber dann doch irgendwie zumindest ein bisschen zu hören gewesen. Ja, zeigt eigentlich auch, was wir da wieder für ein Callcenter dran hatten. Letztendlich hat er ja keine Lust gehabt, seine Musik auszumachen und hat sie auch gar nicht eingesehen. Da hat er nur lieber an seinem Mikrofon rumgefummelt, bis man ihn gar nicht mehr verstanden hat. Naja, und aus dem Grund dachte ich mir, versuchen wir es mal mit lizenzfreier Musik, das Ganze hier irgendwie hinzubekommen. Ich hoffe nur, dass das Video jetzt hier nicht weggebannt wird. Wissen wir nicht. Also ich weiß es nicht, weil YouTube ist da manchmal ein bisschen komisch, was Musik angeht. Probieren wir es einfach mal. Wenn nicht, dann habt ihr hier jede Menge stumme Stellen irgendwann mal im Video. Für den Fall, dass es hier Ärger gibt mit der Musik, die eigentlich lizenzfrei ist. Aber hatten wir ja in dem Livestream auch schon. Und da gab es ja dann auch wochenlang Theater mit YouTube. Naja, ich habe euch noch ein Gespräch mitgebracht und das kommt aus dem gleichen Callcenter, allerdings nicht mit ganz so viel furchtbarer Musik vom Mitarbeiter zu hören. Hallo, sprich mit dem Herrn Gerald Gabel, Gabelbieger, Entschuldigung. Gabelbieger, ja. Also mein Name ist Robert Liefried, ich rufe an aus Euromarket von Lein. Sie haben mich jetzt gerade zu meinem Campaign bei uns angemeldet. Ja. Jetzt ganz gerade. Stimmt? Was? Sie haben sich jetzt gerade zu der Crypto unlocked angemeldet? Mhm. Also dem Anschein nach kann der irgendwie nicht mal den eigenen Namen seiner komischen Plattform aussprechen. Tja, ist aber auch irgendwie, hört sich ja so schon ziemlich kryptisch an. Weiß ich nicht. Zumindest kann er halbwegs Deutsch, aber hört sich trotzdem alles irgendwie abgelesen an, was der da sagt. Okay, also das ist ein Campaign von uns. Also der Grund für diesen Telefonanruf ist einfach, Ihnen behilflich zu sein, sicherzustellen, dass Ihr Konto richtig aktiviert wird. Ist das jetzt eine gute Zeit? Sind Sie jetzt am Rechner oder am Handy, Tablet? Na, ich bin jetzt gerade im Badezimmer. Okay. Soll ich eben anrufen in so 10 Minuten, 40 Stunden? Ich hab sie doch jetzt dran. Ich trockne mich halt nur nebenbei ein bisschen ab, aber Sie können ja schon mal erzählen. Okay, was möchten Sie eben wissen? Na, von Ihrem Laden da. Also, wir sind eine Handelsplattform, okay. Und ja, wir haben mehrere Werkzeuge und ja. Und also Bohrmaschine Analytico. Und Hammer und Nagelfeile. Ja, aber Sie haben den Campaign eben gesehen. Also mein Beruf ist einfach, Ihnen dem Kur ein neues Konto zu einrichten. Okay, Ihnen behilflich zu sein mit dem Aktivierungs von diesem Konto. Ja. Wenn Sie mehr über dem Konto wissen möchten, dann können Sie eben nachher dem sich mit Ihrer Kontobearbeiter das diskutieren. Sie können natürlich mehr Informationen von uns bekommen.
Tatsächlich sage ich Ihnen so, Kunden machen hier Gewinne, ja. Man verdient hier Geld. Wir sind ein Online-Finanzservice-Anbieter. Ein Serviceanbieter? Also ein Kaffeeservice-Anbieter? Ja, wo man Kryptowährungen eben handeln kann. Wir schicken alle unsere Kunden auch Signale. Es gibt auch automatische Systeme. Das können Sie gerne natürlich mit Ihrem Kontobearbeiter später besprechen. Entzückend. Wollen Sie eben schon Ihr Konto aktivieren? Können wir gleich machen, ja. Okay. Also, wie möchten Sie eben die erste Überweisung tätigen? Durch Kreditkarte oder durch eine Banküberweisung? Ja. Genau. Durch eine Banküberweisung? Nee, das andere. Durch Kreditkarte? Hm. Okay, Moment. Ihr E-Mail läutet gerald.gabelbieger@gmail.com. mdccfun.de. Das meint gerald.gabelbieger und dann? @mdccfun.de. MD? CC? Nee, C wie Cäsar. Okay, jetzt werde ich ihn wieder hören. MDP, so wie Paula? Nee, mdccfun.de. Ah, mdcc. CC und dann? FUN. FUN. .de. Entzückend. So, jetzt habe ich einen Bademantel an. Ach, es fällt uns ihre... ihre Adresse. Mhm. Was ist damit? Also ich habe Ihnen einfach jetzt schnell einen leeren E-Mail geschickt mit Adressenanfrage. Okay. Schreiben Sie mir bitte Ihre genaue Adresse als eine Antwort für diesen E-Mail. Bundesland. Ja, und weiter? Nachdem, dass Sie mir es schicken, können wir eben weitermachen. Warum? Weil wir brauchen alle Ihre Daten, um Geld von Ihnen eben. Wir müssen sicherstellen, dass Sie sind, wer Sie sagen, dass Sie sind. Ja? Um Geld von Ihnen. Ja, und weiter? Also irgendwie versucht er sich hier schon wieder absolut um Kopf und Kragen zu reden, nur allerdings hat irgendwie nichts davon, was er sagt, Hand und Fuß und überhaupt irgendwie Sinn. Naja, man ist es nicht anders gewohnt von Betrügern. Hier ist allerdings auffällig, es ist mal Ruhe. Also es ist wirklich ruhig in dem Gespräch und man hat da hinten im Hintergrund keine Terrormusik mehr zu laufen. Das ist tatsächlich schon mal ein Vorteil. Ganz blöd ist er zumindest auch nicht und das Deutsch, das reicht zumindest aus, um ein paar Fragen zu stellen. Könnten auf jeden Fall wieder Leute darauf reinfallen, ne? Von daher ist das hier wieder einer von den Betrügern, wo man eher aufpassen muss, dass da keiner drauf reinfällt. Ich meine, wir fallen da alle nicht drauf rein, aber wir müssen andere schützen. Und von daher erzählt allen von solchen Betrugsmaschen, dass jeder darüber unterrichtet und informiert ist. Schreibt gerne mal in die Kommentare, was ihr über den Betrüger hier denkt. Kann man das nicht bei Ihnen auf der Webseite machen? Ja, selbstverständlich. Der Punkt ist, dass Sie haben noch nicht einen aktiven Konto. Ja, dann machen wir das aktiv.
Ja, wir aktivieren dem Konto mit einer ersten Überweisung und mit alle ihre persönlichen Daten. Mhm. Und von welchem E-Mail-Absender verschicken Sie die E-Mail? Weil ist noch nichts da. Robert Liebfried. Robert at euromarkets.online. Ist noch nichts da. Also Ihr E-Mail läutet gerald.gabelbieger@dimcc. Nee, MD. MD, okay, Entschuldigung. Okay, gucken Sie, ob es jetzt gleich ankommt. Ja, da Adressanfrage. Genau. Wenn Sie gerne bitte mit einfach die Adresse antworten können. Postleitzahl und Bundesland. Einfach die ganze Adresse. Ja. Ich antworte dann von der Adresse Gerold Steiner, weil ich sitze gerade an einem anderen Computer. Da schicke ich Ihnen gleich die Adresse hin und ist schon raus. Haben Sie alles schon da jetzt. Okay. Ich habe Ihnen gleich das Geburtsdatum mit dazu geschrieben, falls Sie das noch brauchen. Okay. Meine E-Mail-Adresse, also von der ich gesendet habe, heißt gerold.steiner@mdccfun.de. Von der aus habe ich geschickt. Okay. Ja, ich habe es jetzt gekriegt. Okay. Als erstes steht mein Geburtsdatum, dann die Straße, dann die Stadt und Postleitzahl, dann das Stadtgebiet und die Telefonnummer. Okay, dann einen Moment bitte, bleiben Sie in der Linie. Ich muss es einschreiben. Jetzt ist Ihr Telefon kaputt. Nein, mein Telefon ist in Ordnung. Moment. Was dauert denn da so lange? Ja, der System, wissen Sie, mit dem Finanzbereich, ja, können Systeme manchmal dauern. Da hat einer eine WhatsApp-Nachricht bekommen. Ja, das bekomme ich hier an der Seite. Ich werde es später nachgucken. Moment. Jetzt ist Ihr Mikrofon wieder kaputt gewesen. Haben Sie vielleicht ein E-Mail gekriegt? Ich gehe mal gucken. Nee. Glaub nicht. Also hier ist ganz viel Spam gekommen, aber da ist wieder eine WhatsApp-Nachricht. Von wem kommt die E-Mail? Aus Kryptonova. Sie sagen, Sie haben die E-Mail noch nicht gekriegt. Moment. Ich werde nachgucken, warum. Ist kaputt. Ja, ist hier zum Besten. Wissen Sie, durch Online-Banking geht es eigentlich auch. Und normalerweise, die meisten Kunden haben gerne, das so zu schaffen. Nö, da muss ich ja zur Bank laufen. Ich habe kein Online-Banking. Ah, okay. Ich zahle alles immer mit Kreditkarte. Mit einer Visa macht sich das am besten. Wie viel kostet denn das bei euch? Also, es gibt keine Kosten. Sie machen einfach eine Einzahlung für Ihr eigenes Konto. Also ist das gratis? Ja, für den Anfang an. Später, wenn Sie mehrere Beratungsmöglichkeiten vielleicht möchten. Wissen Sie, wenn unsere Kunden machen Gewinne, machen wir gleichzeitig auch Gewinne. Nicht so wie bei dem Bank, okay? Mhm. Naja, irgendwie versucht er jetzt hier das System der Banken in Frage zu stellen. Ja, kann man machen, aber grundsätzlich vertraue ich dann doch immer noch eher der Bank als so einem Unternehmen. Denn, naja, eine Bank sind die nicht. Die tun allenfalls so, als wären sie eine, ja, aber eine ziemlich schlechte Tradingbank. Eine Tradingbank wollen sie sein. Sind sie aber nicht. Letztendlich ist es da tatsächlich immer noch besser, bei seiner eigenen Bank zu investieren, auch wenn es da hauptsächlich eher darum geht, dass die an eure Kohle kommen und
mehr Gewinne mit eurem Geld machen als andersrum. Das ist im Grunde genommen auch nichts anderes als, so ähnlich wie hier. Nur mit dem Unterschied, dass ihr da nicht verarscht werdet und die Konditionen auch vernünftig genannt bekommt. Ich meine, es geht immer darum, dass letztendlich jemand Geld an euch verdient und nicht andersrum. Sicherlich macht man da ein paar kleine Gewinne irgendwo. Ja, aber den fetten Braten, da braucht man mit 2-3 Euro gar nicht erst anfangen und auch nicht mit 250 Euro. Und das auch bei keiner normalen Bank. Da schon erst recht nicht, sind die Zinsen ja sowieso hinüber. Naja, aber auf jeden Fall Augen auf bei der Trading-Auswahl, ne? So, ich weiß nicht, warum Sie dem E-Mail nicht kriegen. Was wir doch machen können, ist, ich kann so wie trotzdem die Bankdaten schicken. Wenn Sie die Möglichkeit später oder irgendwann schon haben, dann können Sie das vielleicht durch die Bank schaffen. Okay. Und ich würde Ihnen so eine Viertelstunde wieder anrufen, um nachzugucken, weil ich muss eine technische Abteilung danach gucken, warum Sie es nicht bekommen. Okay? Ich warte so lange am Telefon. Ah, Sie wollen an der Linie bleiben? Mhm. Okay, Moment, dann bleiben Sie einen Augenblick. Also, Herr Gabelbier, leider wird es heute nicht klappen, von Deutschland mit Kreditkarten, das hat man mir jetzt gerade erklärt. Es ist nicht normal, okay? Wir können es vielleicht morgen wieder noch einmal versuchen. Ich würde Ihnen trotzdem auch unsere Bankdaten schicken, wenn Sie vielleicht die Möglichkeit irgendwann später haben werden. Okay, können Sie es vielleicht von dort schaffen? Ja, aber bei Betrüger zahle ich nicht per Banküberweisung ein. Da zahle ich nur mit Fake-Kreditkartendaten ein. Okay. Ich wünsche Ihnen dann alles Beste. Ja, schönen Gruß von Herrn Schwingtitte. Ja, vielen Dank. Ja, da wollten die mich dann wohl doch wieder ganz schnell loswerden. Ich gehe mal davon aus, dass sie gemerkt haben, dass irgendwas faul ist. Und dass er aus diesem Grund dann auch keinen Bock mehr auf mich gehabt hat. Denn einen technischen Fehler mit der Einzahlungsmethode kann ich mir nicht so richtig vorstellen. Ich meine, passiert zwar auch alles mal, dass irgendein Zahlungsdienstleister nicht gerade funktioniert, weil irgendwo ein Server ausgefallen ist. Das kann man dann natürlich nicht beeinflussen. Ja, aber ich denke mal, der wollte mich hier einfach nur loswerden. Mehr ist es nicht. Also unseriös war das ganze Gespräch hier auf jeden Fall wieder. Es macht einfach nichts Sinn, was der so da von sich gegeben hat. Traurig, traurig. Und solche Leute hat man immer wieder am Telefon. Ob man will oder nicht, lässt sich leider nicht vermeiden. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dann zeigt es mir gerne wieder mit einem Daumen nach oben. Wer möchte, kann mich gerne noch auf Twitter oder Instagram einmal besuchen gehen. Lohnt sich auf jeden Fall auch ab und zu mal vorbeizugucken. Und ja, die Welt ist böse. Passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.